was man dazu sagen hat, fühlst auch du. Wie wahrscheinlich bei jenen ist es so, dass man ja gerade beim Weißen Rössel ganz genaue Vorstellungen hat, wie man sich eine Inszenierung davon vorstellt. Bei uns war das sehr ähnlich. Wir hatten aber dann nochmal eine ganz große Umstellung unserer Ideen, als wir dann angefangen haben, über das Stück zu recherchieren. Und wir gesehen haben, wie denn damals die Uraufführung in Berlin stattgefunden hat, wie die Leute da hingegangen sind, sich das angeschaut haben und vor allem, wie dieses großstädtische Publikum sich vorgestellt hat, wie es in Österreich auszusehen hat. Und das war unsere Grundidee. Und ich möchte gar nicht so viel verraten, aber man kann, glaube ich, schon sagen, unser Weißes Rössel liegt nicht am Wolfgangsee. Wenn wir am 10. September Premiere haben, führen wir hier auch eine ganz besondere Fassung vom Weißen Rössel auf, die aus Berlin kommt, von der Bar Jeder Vernunft ist. Und das Besondere daran ist, dass vor allem die Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne sehr im Zentrum stehen. Jetzt sozusagen wird der Fokus sehr auf die Charaktere, auf die Rollen gelegt, ohne großes Shishi drumherum, also sehr konzentriert. Und das war auch bei uns das Spannende an der Arbeit, weil wir den Rollen, die vielleicht im Original nur weniger Auftritte haben, bei uns den ganzen Abend auf der Bühne sind. Und da gab es viele, viele Ideen, da Geschichten zu erfinden, Begegnungen zu erfinden, die vielleicht im Original gar nicht drinstehen, die aber in einem Hotel wie dem Weißen Rössel bestimmt auch vorgekommen sind. Und da bin ich mir ganz sicher, dass es dafür viele Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht ganz neue Dinge zu entdecken gibt. Also tatsächlich, meine Lieblingsszene ist auch die Szene, die beim Inszenieren am meisten Spaß gemacht hat. Das ist da, wo Dr. Siedler den Giesecke auf seinem Zimmer, auf seinem Balkonzimmer entdeckt. Und das Lustige daran ist, dass eben sehr viel passiert. Es gibt sehr viele Auftritte, sehr viele Abtritte. Normalerweise gibt es einen Treppenwitz. Das war bei uns sehr witzig, weil wir keine Treppe im Bühnenbild haben. Also da mussten wir uns sehr viele Sachen überlegen, wie wir trotzdem diesen Witz beibehalten können. Und vor allem, es ist eine sehr schnelle Szene, wo auch alle Charaktere vorgestellt werden. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und da wurde auch viel gelacht beim Erarbeiten. Und das ist definitiv meine Lieblingsszene. Musikalisch mag ich es vor allem, wenn es dann so ein bisschen melancholischer wird. Vor allem das Kaiserlied. Auch das ist auf alle Fälle eine Szene, die mir immer sehr viel Spaß macht, die aber auch sehr melancholisch ist und auch das irgendwie ein bisschen zu dem Stück dazu gehört. Und das ist dann sozusagen meine Zweitlieblingsszene. Ja, es ist wahrscheinlich bei Ihnen auch so, dass man natürlich gerade in letzter Zeit immer mal wieder die Sehnsucht verspürt hat, irgendwo weit wegzukommen. Ich muss aber sagen, dass ich gerade in den letzten 2 Jahren auch wieder meine Heimat sehr lieben und schätzen gelernt habe. Vor allem auch die Sächsische Schweiz, die Oberlausitz, das Zittauer Gebirge. Und tatsächlich muss ich sagen, dass es da ganz viele Orte gibt, die vielleicht nicht so weit weg sind, aber wo man sich irgendwie ganz weit weg fühlen kann. Und deshalb würde ich echt sagen, so, ich glaube so, das Zittauer Gebirge ist derzeit ein Sehnsuchtsort, wo ich mich sehr verlieren kann und mich sehr weit weg und sehr frei fühlen kann und ohne es weit weg zu sein. Beides kann ich leider nicht, deshalb hat man mich nur als Regisseur engagiert. Das Weiße Rössel ist eines der Stücke, wo man wirklich sagen kann, dass alles, was das Theater kann, miteinander verbunden wird. Es gibt große Freude, man hat Spaß, es gibt viele Witze. Es gibt aber dann auch sehr melancholische, manchmal auch sehr traurige Momente. Und ich glaube, das ist auch der Reiz des Stückes, weil es wie ein gutes Shakespeare-Stück ist, einfach so alles bietet, die Bandbreite des Theaters zeigt, tolle Musik hat, tolle Choreografien, mitreißende Nummern. Und ich glaube, das wird uns allen Spaß machen und deshalb müssen Sie vorbeikommen. Ja.